Überlebenshilfen in Vosondia, Teil 8. Flugzeuge in realistischen Panzergefechten. Grundsätzlich sollten sich die Gefechte am Boden abspielen, um dafür die nötige Offensive oder eben Defensive zu sorgen. Flugzeuge zur richtigen Zeit gespielt können das eigene Team am Boden unterstützen oder gegen gegnerische Flieger verteidigen. Das Verhältnis zwischen Bodentruppen und Fliegern muss stimmen. Bodentruppen können sich nur bedingt mit Flakfahrzeugen und Bordmaschinengewehren gegen Flieger wehren. Meistens ist es aber auch für Flugzeuge riskant, Bodentruppen anzugreifen, wenn sie nicht die nötige Höhe und somit Abstand halten können. Allerdings sollten die Flieger auch entsprechend ihres Typs oder Konstruktionen gespielt werden. Oftmals werden Jäger für den Bodenkampf benutzt, während das eigene Team von Flugzeugen massakriert wird. Gleichzeitig können Erdkampfflugzeuge und Bomber ihren Aufgaben, Support am Boden und taktische Angriffe nicht nachkommen, weil sie von gegnerischen Jägern abgeschossen werden. Vor allem Bomber haben das Potenzial, ganze Runden zu entscheiden, indem sie wichtige Positionen oder eine Konzentration von Gegner bekämpfen. Gleichzeitig sind Bomber aber auch vergleichsweise verwundbar durch Jäger und Anti-Air. Wichtig, Flugzeuge sind die Alles-oder-Nichts-Karte, da sie sehr viel Einstiegspunkte kosten und mit etwas Pech der schnellste Weg zurück in den Hangar sind.